Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim mit meinem wallischen Mausi. Moin. Moin. Denkt dran, die Folge wird immer um 12 released. Das heißt nicht moin, sondern das heißt Mittag. Gute Nacht. Um 12 geht man mittlerweile ins Bett. Achso, ja. Es könnte ja auch 12 Uhr Nacht sein. Hast du ja nicht gesagt, welches 12 Uhr? 12 Uhr, nicht 0 Uhr. Ich gehe immer nach der wunderschön digitalen Törtliche Uhr. Die törtliche Uhr, ja, die gefällt mir natürlich noch mehr, ne? So, wir sind ja immer noch weiter am Begradigen. Wir haben hier immer noch sehr, sehr viel zu tun. Also machen wir mal weiter. Wir graben, 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 buddeln. Graben, 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 buddeln. Mausi gräbt mich sogar ein, okay. Ich schieb mich wieder hoch. Kannst du dich mal entscheiden? Willst du mich begraben oder willst du mich jetzt hochholen? Ich wollte dich ärgern. Achso, du wolltest mich ärgern. Ja, aber sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir die Berge hier wunderbar überleben mit der Gerade machen. Das heißt, du wirst eine perfekte gerade Ebene hinkriegen, Mausi. Ja, das ist nicht toll. Hat sie den Namen auch mal verdient. Genau. Ebene hat den Namen verdient, weil sie eben ist. Da kommt ein Fuhling. Der ist sogar ein Stern. Naja, da liegt er gut. Ich höre noch einen, ich mach den mal kurz weg. Wo ist er denn? Ach da! Achtung! Der hat's auf dich abgesehen, hast du das gesehen? Der hat von den Po gebumst. Ja. Hast ja auch einen praller Arsch. Schlag mich härter, Mausi. Schlag mich härter. Härter! Du sollst mich verteidigen und nicht denen auch noch recht geben. Ja, ich hab dich doch verteidigt. Ja, ich hab dich doch verteidigt. Ja, ist gut, Mautsch. Gut. Ich bin doch williger Arbeitssklave hier. Bin wildender, begleitender Arbeiter, der hier jetzt nur begradigen tut. Nee? Doch, doch, ich habe was anderes gedacht. Was hast du denn gedacht? Die Steine können wir noch aufheben für Mittwoch. Boah, der war schlecht, Mausi. Der war schlecht. Was denn? Der war trotzdem schlecht. Der Steineschmeißtag. Wenn sich Idioten wieder treffen und so. Ach Gott, jetzt habe ich schon wieder schlechte Laune. Jetzt hast du mir schlechte Laune gemacht, Mausi. Meh, 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 meh. Sollte eigentlich lustig sein. Ja, das ist aber nicht lustig, weil das ist einfach nur traurig, dass Leute da auf die Straße gehen und Steine schmeißen müssen. Ja, ich finde das auch traurig. Ich habe das noch nie gemacht. Ich finde das sinnlos. Ich finde, solche Leute gehören für immer weggesperrt. Ganz ehrlich. Unzurechnungsfähig. Zwangsjacke an und gut ist. Wenigstens habe ich aber einen Grund, dann auch zu Hause zu bleiben. Mhm. Gut, Luna muss trotzdem raus. Luna, Katzenklo. Luna, Katzenklo. Bringst du ihr beide den Tag ins Katzenklo zu gehen, ja? Nee, aufs menschliche Klo. Noch besser, noch besser. Macht sie dann auch die Klodeckel hoch und runter, ja? Ja, sie spült sogar. Sie spült sogar. Sie spült sogar. Und wäscht sich die Pfoten. Und wäscht sich sogar die Pfoten. Boah, reinlichster Hund ever. Du machst halt fertig. Ich will reinspeisen da. Nein, halt nicht. Dann geh ich weiter. Ja, ich hab Dinger im Po. Das Dinger im Po? Mexiko! Im Mausepo habe ich ein Dingspo, habe ich drin gehabt. Mausepo, ein Dingspo. Du bist ein Po, oder was? Pralle-Popo bist du. Pralle. Nee, mein Mauspo hat ein Haar drin. Dein Mauspo hat ein Haar drin. Hast du schon wieder mit dem Hund gekuschelt? Der haart doch sowieso schon wieder wie Holle. Krümel von meinem Schreibtisch frisst.
Die Krümel von deinem Schreibtisch. Ja, krümel da nicht auf deinem Schreibtisch rum. Ich habe heute Chips gegessen. Ja. Und dann... Hat sie einen abgekriegt, ja und? Der ist mir runtergefallen. Runtergefallen, ja. Ist mir runtergefallen. Ja, ist runtergefallen, ja. Das sag ich auch immer so, wenn ich dann halt so ein Stück Frikadelle dann so abgelutscht hab von allen möglichen und dann so sag so hier, ist mir runtergefallen, huch. Den zweiten und dritten, den hat sie dann so von mir gekriegt, der erste ist runtergefallen. Ach so. Ja, aber denk dran, gerade deine Chips sind immer sehr gewürzt, das ist nicht so gut für sie. Das war nur ein ganz kleines Mini-Pups. Trotzdem musst du da immer sehr vorsichtig sein. Oh, ich höre schon wieder ein Hehehe. Wolltest du den jetzt auch mal auslachen, ja? Ach ja. So. Hier liegen ganz viele Scheine einfach rum. Du hast den Dummdildidum vergessen. Dumm-Diddle-Dumm-Dumm-Dumm. Das ist nicht Dumm-Diddle-Diddle-Da. Dumm-Diddle-Diddle-Da, Dumm-Diddle-Diddle-Dai. Hier sind ganz viele Steine. Eieieiei. Besser? Nee, okay. Ich werde mir mehr Mühe geben, einen scheußlichen Gesang zu kreieren. Dafür musst du deine Stimme nur zum Gesang erheben. Das reicht schon alleine, um die Ohren zum Bluten zu bringen. Ja. Kannst du mal dein Mikrofon mal ein bisschen mehr in deine Richtung schieben? Weil du hörst dich so ein bisschen sehr hallend an. Näher ran geht nicht. Ja, du sollst ja nicht näher ran. Du sollst ein bisschen mehr in deine Richtung schieben, weil du redest gerade so nur auf dem rechten Ohr bei mir. Auch schon wieder ein Stein einfach so rum. Wer hat denn hier die Steine hingestellt? Schlimm. Können wir demnächst die Mauer von China nachbauen? Die große Mauer. Machen wir sie rein? Nee, die kleine gehen wir nicht. Nee, gibt's auch die kleine oder was? Ja, es gibt auch die kleine Mauer. Die Mobbing-Mauer. Mobbing-Mauer. Wieso fühlt sie sich gemobst oder was? Ja. Weil früher war sie die Große, jetzt ist sie die Kleine. Oh. So. Oh. Das sieht doch langsam richtig gut aus. Na, bei dem Stück hier können halt, wie gesagt, noch irgendwo was zwischen sein. Aber ich denke mal, das dürfte passen. So. Wir waren gerade synchron. Hier, kannst du mal sehen, wa? Inzwischen. Der Wahnsinn. Versuchst du mich gerade wieder zu ärgern? Nee. Na? Weit müssten wir dann noch nach vorn? Noch nicht mal allzu weit. Das geht noch. Ich glaube, der Berg ist nicht so schlimm wie deine anderen Berge, die du dir mal vorgenommen hattest, oder? Hm. Ist jetzt eher nur ein Hügelchen. Ich stell dir mal vor, ich hätte jetzt mir wirklich da hinten die erste Stelle hatte ich mir dann überlegt, ja, wir könnten sie am Berghang machen, weißt du? Ich weiß nicht, wie viel du da nachher aufschütten müsstest.
Na, ich gedacht, naja, hier so die kleine Insel hier, wo wir jetzt drauf stehen, die dürfte doch dann eigentlich optimal für den Zweck sein. Um das Ganze umzusetzen. Noch ein Stein zwischen. Ist ja richtig unter die Geologie hier. Irgendwie wird hinter mir immer alles gerade gemacht. Hilfe. So schnell kann ich gar nicht hacken. Naja, es passt doch schon mal perfekt. Dann könnte ich ja jetzt schon mal mit dem ersten Haus anfangen, oder? Müsste eigentlich schon halbwegs ausreichen. Naja, noch ein Stück müsste noch mal weg. Für die Mittelputze. So, dann lass mich raten, du möchtest bestimmt wieder eine runde Bestellung haben, ne? Du möchtest keine eckige, ne? Für dein Häuschen. So, ja. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Wieso rund? Ich weiß nicht, du magst doch rund, oder nicht? Oh. Spitze kaputt. Naja gut, das ist das alte rund? Das dein altes ist nicht so ganz rund. Das neue wird dann runder. Geh mal kurz nach Hause, bring den Kopf weg und reparier mal die Hacke. Lass mich raten, ich soll einfach machen. Ja. Es soll gut aussehen. Du möchtest einen Orgasmus kriegen, wenn du da bist. So in der Richtung. Ja. Gut. So, machen wir hier einmal ganz. Und dann einmal den Kopf des Fuhlings weg. So, da haben wir den nämlich momentan zwischen. Dann nehme ich jetzt hier aber schon mal ein paar Hartholzbalken mit. Im Falle von Kernholz. Weil die werde ich jetzt brauchen für das Grundgerüst. Was? Was ist los? Das Arschloch da hinten greift mich einfach an. Welches Arschloch? Das pelzige Arschloch. Ja, dann müssen wir es töten. Die sind halt strong. Da müssen wir sie umbringen. Jetzt abhauen oder was, Arschloch? Burn, Baby, burn. Ja, das ist aber richtig verängstigt, den Loks. So, komm mal her, Großer. Hey, hier spielt die Musik. Hier spielt die Musik. Ich glaube, den machst du mit dem Feuer sogar Angst. Ihr habt meinem Arsch auch Angst gemacht. So. Wollen wir den anderen dann lieber zur Sicherheit auch noch wegnehmen? Ja. Der hat meinen Arsch perforiert. Hat er dir so doll in den Arsch geschoben? Oder was? Na gut, dann können wir den anderen auch noch mal machen hier. Ey, du! Ey, du! Ja, du! Du stinkst. Ah, das konnte ich nicht blocken. Jetzt ab. Tatsache, die haben Angst vor Feuer. Oh. Nicht genug Ausdauer gehabt. Jetzt brauchst du keine Angst mehr haben, dass hier irgendjemand deinen Hintern perforiert. Außer ich, natürlich. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, so ungefähr die Mitte.
Ich habe die Werkbank nicht hier, weil ich müsste die mal kurz holen. So, Herstellung. So. Ist jetzt gerade Moskito mit einem Pfeil geschossen? Was? Ich hab's versucht. Ja, Entschuldigung. Jetzt bleiben wir mal locker, Mautsch. Nimmst du am besten ein Schild? Pass auf, guck mal hier. Lässt ihn ankommen. Blockst und schlägst gleich danach zu. Die halten wirklich nicht viel aus. Sobald eher dieses Fliegen, was dann immer nervt. Naja. Na, dann lass mal schlafen gehen hier. Jetzt ist ja mittlerweile Nacht. Dann fange ich jetzt schon mal an, sozusagen das Grundgebäude zu bauen. Wo Mausi sich dann wenigstens schon mal ein bisschen zurückziehen kann. So, mal schlafen gehen. Ich bin heute auch irgendwie so ein bisschen neben der Spur. Ach nein, wir brauchen ein Feuer in der Nähe. Ah, jetzt habe ich nur das Kernholz bei. Das Feuer ist aus! Das Feuer ist aus! Mache ich das Kernholz nochmal ablegen. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen Feuerholz rein. Schmeiß mal kurz Feuerholz nach. Weil ohne Feu-Feu kann man nicht schlafen. Gute Nacht. Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen warten. Jetzt muss ich erstmal noch mal Feuerholz nachhauen. Dafür kann ich ja nicht. Wie, dafür kannst du nichts? 6 sind übrig geblieben. Als Schweine, du bist ja hier in der Base. So, jetzt nehmen wir hier die 3 wieder mit. Jetzt können wir wieder schlafen gehen. So. Gute Nacht, Maus. Gute Nacht. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle wach? Morgen. So, dann einmal schnell hier durch. Wieder zurück. Und dann wollen wir mal gucken. So, wohlgemerkt, das müsste dann... Halt, ich muss ja erstmal die Mauer machen, ne? Wenigstens ein Ansatzstück hier. Machen wir mal kurz so. Damit ich weiß, welches Viereck gemacht wird. Das heißt, wir fangen mal einfach... Ja, hier würde ich jetzt einfach mal ein Stück ansetzen. Und mich nur draufstellen, damit ich mit hochgetragen werde. Ich glaube, es ist ein bisschen zu hoch, wa? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie du das bauen willst. Naja. Also höher kann ich es auf gar keinen Fall machen. Und jetzt sind auch schon die Steine alle. Achtung, fang mich auf, Bausi! Wow. Okay. Ja, doch, das dürfte hinhauen. Dürfte hinhauen. So, dann müsste ich hier den jetzt daran angleichen. So, dann ist das hier mein erster.
Na gut, da vorne brauchen wir dann halt nochmal ein bisschen was Begradigtes. So, das hier soll dann ja nachher die Tür werden. Erstmal hier schon mal ein bisschen was rein. Ach, da sind ja schon wieder Gobos. Wo ist der Goblin Slayer, wenn man ihn mal braucht, wa? Ja. So. Nehmen wir das einmal kurz mit hier. Herstellung. Stellen wir das hier einfach mal kurz in die Mitte. Dann können wir hier schon mal weitermachen. So, oh, 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 oh. Gut. Dann brauchen wir einmal den hier wieder. Gut. So. Jetzt brauchen wir die schrägen Balken. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das jetzt aufgeziert habe. Ne? Ah, jetzt. Achso, es fehlt schon Kernholz. Mann, das ging aber schnell. Das ging ja jetzt mal schnell. Dann kann ich aber wenigstens schon mal den Boden reinsetzen. Mit dem normalen Holz. So. Das klappt nicht so ganz. Muss ich das hier wieder rausnehmen? Das klappt nachher nicht so ganz. Wird auch ein bisschen beim Boden reinsetzen. So. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass ich das auf dem... den hier verteile. Die dazwischen packe. Das ist zu hoch. Oh Gottchen. Was denn? Der Hund fiepst wieder beim Schlafen. Ach so. So.
Das heißt, ich hätte das eher in dem hier vorbauen müssen. Aber nicht so wild. Das bleibt dann trotzdem bodenresistent. Das heißt, die kann ich dann mal rausnehmen. Mit dem wollte ich eigentlich nur ein paar Meter gewinnen und den nachher haben. Aber dann klappt das nicht. So sehe ich jetzt halt nicht so wirklich gut, ob die jetzt schon gut drinnen liegen oder nicht. Kann es halt nur erahnen. Ich muss hier dann gleich die Dinger wieder rausnehmen. Sonst haben wir hier nachher vielleicht irgendwo falsche Snap-Punkte. Ne, es ist schade. Ich dachte, ich kann ein bisschen abkürzen. Aber das klappt dann leider nicht so. Komm, machen wir mal. War klar, dass das jetzt alles zusammenfällt. Machen wir schon mal so. Hier liegt alles soweit richtig. Liegt auch alles soweit richtig. Hier liegt es auch richtig. Oh, oh doch. Ging doch eigentlich ganz gut. Muss jetzt noch nicht mal wirklich abreißen hier eigentlich. Ich weiß aber trotzdem, weil es dann einfach zu setzen ist. So. Was war das denn, Maus? Ein Hickel? Ein Hicksröps. Ein Hicksröps. Gut, der ist auch wieder zusammengebrochen. Na gut, dann machen wir es halt erst mit der Grundierung so. Brauchen wir 4. Ich wage einen Schluck Kaffee. Was? Du wagst einen Schluck Kaffee? Warum wagst du einen Schluck Kaffee? Ist das noch wie Lava oder was? Ja, Kaffee ist Lava. Kaffee ist Lava. Na denn? Der Boden ist Lava, sondern Kaffee ist Lava. Kaffee ist Lava, okay. So, jetzt muss man gucken, dass ja, wenn man schlürft geht. Wenn man schlürft geht, okay. In welchem Land war das nochmal erlaubt mit dem Schlürfen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo war das doch eine Art der Höflichkeit mit Schlürfen und so. War das nicht in Japan? Da bin ich total überfragt. Irgendwo in irgendein asiatischen Land, glaube ich. Wie gesagt, da bin ich überfragt. Ja, nur wiederhol dich doch nicht. Sorry, ich bin concentrated. Ja, sieht man. Und hier sind noch so kleine Hüppels drinne. Da ist immer noch Erde zwischen. Da muss man wohl wahrscheinlich mal nochmal abreißen hier. Da ist auch noch einer zwischen. So. Jetzt ist hier eine große Erdspalte. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. So, jetzt müssen wir erstmal Holz wechseln. Dann klappt das so nicht. Machen wir erstmal. Hoppala. Das normale mit.
Du müllst mir das immer mehr zu. Da machen wir mal eine Spitzhacke drüber. Entschuldigung. So. Tut mir leid. Ach, alles gut. Benutzlos. Oh. Warum bist du nutzlos? Stimmt doch gar nicht. Nein. Nein, warum sollst du nutzlos sein? Ganz ehrlich, es muss hier noch so viel begradigt werden und alles. Dass das für einen alleine relativ viel ist an Arbeit. Und da ich dich jetzt habe, kann ich jetzt hier schon mal anfangen, das erste Haus hier reinzuzimmern. Vom Design her. Und brauch mir jetzt keine Sorgen machen, dass das jetzt nachher nicht gerade ist. Verstehst? Ja. Ja, die kleinen, das kleine bisschen Erde da, das kriegen wir schon wieder raus. Da machen wir keinen Kopf draus. Ja, es fehlt schon wieder Holz. Gut, dann holen wir uns immer Holz. Noch Holz drin? Ne. Mal das Lockzeug, das kann ich ja eigentlich auch mal reinschmeißen. Und dann hole ich mal kurz eine normale Charge Holz. Ich hatte bloß gehofft, dass ich das vielleicht abkürzen kann mit den großen Balken. Weil ich wollte das nachher auch mit den großen Balken, muss es stabilisiert werden. Sonst werde ich das Dach oben nicht ganz zukriegen. Aber müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Dementsprechend, ja, wird viel Arbeit. Aber ich finde jetzt das mit der Arbeit nicht so schlimm. Da war Mausi dabei. Nicht, Maus? Ja. Wieso? Willst du bei mir auf Arbeit mit anfangen? Wieso? Dann ist es nicht so trist. Nee, ich glaube, ich würde bei dir auf Arbeit nur für Chaos sorgen. Lass mal. Ist doch gut. Ist mal wenigstens was los. Ist mal wenigstens was los. Ich glaube, die würden mich so sechskant einfach rausschmeißen. Nicht achtkant? Nicht achtkant, sechskant. Wie kommst du drauf? Ich bin jetzt schon eine ganze Weile als Selbstständiger tätig und... Weil du so eine besserwisse, rechthaberische Art an dir hast, mit der kaum jemand klarkommt und dass du damit jemanden in den Wahnsinn treibst? Ja, das ist zum Beispiel einer der Gründe. Und ich konnte das jetzt eine ganze Weile lang ausleben, ne? Mhm. Und naja, ist halt immer blöd, wenn der Turtle immer recht hat. Siehe letzten Stream. Letzten Stream? Du weißt ja gar nicht, wann die Folge hier released wird. Da ist doch schon bestimmt wieder ein anderer Stream dazwischen. Ja, dann jetzt können sie ja mal raten, welchen Stream. So. Jetzt, hier muss dann halt nochmal ein bisschen Erde weggemacht werden. Das sind nur so kleine Punkte. Aber dann klappt das. So, dann wird das hier einmal rumgezogen. Einmal hier und einmal da. Der hier in der Mitte bleibt eckig. Und die Dinger hier waren jetzt nur für eine Merkhilfe. Das heißt, die kommen jetzt raus. Und da ist mir der Hammer kaputt gegangen. Und das ist ein gutes Stichwort, wenn mir der Hammer kaputt geht. Mausi. Mhm. Weil dann machen wir in dieser Stelle nämlich einen klitzekleinen. Na, und schmeißt es da rein. So, da ist gar kein Holz drin. Dann machen wir jetzt in dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.